Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge der PES 18 Trainerkarriere. Wir haben den Schwierigkeitsgrad in der letzten Folge hochgestellt. Dadurch wurde es realistischer. Wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, rechts oben bei mir verlinken. Könnt ihr euch am Ende oder auch jetzt meinetwegen anklicken. Aber ihr müsst dann auf jeden Fall wieder hierzu gekommen. Denn dieses Video wird bestimmt noch mega, mega geil. Denn wir haben das Auswärtsspiel in Basel. Die Champions League geht weiter, der vierte Spieltag. Normalerweise könnte sich heute schon was entscheiden, ich weiß es gar nicht. Aber wenn wir gewinnen, dann, ja, glaube ich, wird's schon knapp. Dann können wir gar nicht mehr auf den dritten Platz kommen, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Aber wir gucken gleich nachher, nach dem Spiel, nochmal vorbei. Und dann haben wir das Heimspiel gegen Bremen. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Let's go. Ich bin mega gespannt, wie das jetzt ist auf dem erhöhten Schwierigkeitsgrad. Hier in der Champions League zu spielen. Denn Champions League habe ich ja sowieso immer nur 2-3-0 gespielt. Das war ja da auch schon immer relativ spannend. Jetzt haben wir den Schwierigkeitsgrad erhöht. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Spielen auswärts. Wir haben volle Besatzung. Keiner verletzt, keiner gesperrt. Und ich bin mega gespannt, was dieses Spiel mit sich bringt. Wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Das steht fest, das ist klar. Die Höhe ist mir komplett egal. Aber wenn wir jetzt gewinnen, dann kann es sogar vielleicht sein, wenn AC Milan auch gewinnt, dass wir nur noch Erster und Zweiter sein können. Klar will ich am liebsten Erster sein. Dafür muss ich dann gegen Milan wahrscheinlich nochmal gewinnen. Aber, wie gesagt, ein Sieg ist eigentlich Pflicht. Das baut jetzt Druck auf. Ich würde sagen, lasst uns reinstarten. Let's go. Boah, Neuer muss da schon mal hingehen. Guter Schuss. Uh-oh. Aber wir haben den Ball wieder. Robert Lewandowski, da oben ist Robben. Da oben ist Robben. Pfosten. Nein. Der Kerl schießt leider keine Tore. Ich mag ihn so. Es ist mein Lieblingsspieler von Bayern in echt. Aber irgendwie trifft er das Tor nicht. Kann nicht sein, wie knapp war das. Das wäre so wichtig gewesen. Oh nein! 1-0 Basel. Ah, da war auch noch ein Verteidiger, glaube ich, dran. Vielleicht hätte ihn ansonsten Neuer gehalten. Keine Ahnung, auf jeden Fall 1-0. Vorne macht den Robben nicht. Hinten kassieren wir ihn. Fuck. Da ist mir bewusst, dass Champions League jetzt schwer wird. Scheiße, ne? Ja, Hummels war hier noch dran. Ich weiß nicht, ob ihn Neuer sonst gehalten hätte. Oh, Mist. Gibt's doch nicht. Kann sein, dass ich Neuer gehalten hätte. Kann sein. Dreck. Basel kommt. Basel kommt. 2-0. Zu 0 für den FC Basel. Bua mit dem Tor. Keine Ahnung, wie das hier weitergeht. Aber wenn es hier so weitergeht, dann müssen wir wahrscheinlich immer hin und her switchen, dass ich in der Champions League den Schwierigkeitsgrad runterstelle und ansonsten Bundesliga und so hoch, weil, wie gesagt, es war mir von vornherein klar, dass Champions League irgendwie schwerer ist. Mal gucken, ob ich hier noch aufholen kann oder ob das hier so weitergeht. Fehlpass, Boateng. Ne, es geht weiter. 3-0. Also mal ganz ehrlich. Na? Das Basel gegen Bayern. Hier ein 3-0 nach, weiß nicht,
30 Minuten, 40, weiß ich gar nicht, wie viel wir schon gespielt haben, macht. Alles schon übertrieben. Oh, mit ein bisschen Glück. Abgefälscht und drin. 3-1. Robert Lewandowski. Jetzt muss weitergehen. Wir müssen hier weitermachen, weiter aufholen. Ah, das Spiel gefällt mir bisher gar nicht. Aber wenn wir jetzt hier wenigstens noch ein 3-2 oder so machen, dann sage ich, okay, Champions League ist halt schwerer. Muss ich mich mehr reinhängen. Aber dann sage ich nichts. Wenn es hier aber weitergeht und Basel hier noch ein paar macht, dann geht das natürlich nicht. Also jetzt erstmal Halbzeit. 3-1. Aufholjagd angesagt. Aufholjagd angesagt. Also ich bin hier laut Statistik die deutlich schlechtere Mannschaft. Was ja eigentlich ja nicht so sein kann. Es kann entweder daran liegen, dass ich gerade kacke bin. Oder dass ich den Schwierigkeitsgrad für die Champions League zu hoch habe. Wie gesagt, ich laber da jetzt viel um den heißen Brei. Ich muss da einfach ein bisschen rumtüfteln. Ich spiele PES so richtig seit diesem Jahr erst. Letztes Jahr zwar auch ab und zu, aber so richtig erst seit diesem Jahr. Deswegen, da muss ich erstmal meinen richtigen Stil finden, wie das alles so abläuft und ja. Vielleicht, nee. Oh Mann! Wie schön war das gespielt! Und es war so eng. Nicht viel Platz gehabt, aber trotzdem gut gemacht. Und dann kratzte den da raus. Ah, oh, das Tor wäre so verdient gewesen. Jawohl! Und weiter geht's. 3-2. Vorhin das schön gespielte ging nicht rein. Das hier ging rein. Mit ein bisschen Glück wieder Lewandowski. Wie gesagt, der war jetzt nicht so schön wie der vorhin von Vidal. Der hätte eigentlich eher reingehen sollen als der hier. Aber mit ein bisschen Glück hat er ihn gemacht. 3-2. Wir müssten vielleicht auch wechseln, ich weiß es nicht. Ich gucke jetzt gleich einfach mal, dass ich ein, zwei neue Spieler reinbringe. Vielleicht wird es ja noch was. Also zwei Wechsel. Coman für Ribéry und Tolisso für Thiago. Das mache ich ja oftmals. Die Wechsel. Weiter geht's. Ah, abseits und auch noch daneben. Oh, das war so knapp. Auch das war wieder gut gespielt. Ball schön nach außen, die Flanke kam gut, aber nix was. Müller wieder im Abseits. Gibt's doch nicht, Mann. Wir kämpfen hier gerade für diesen scheiß Ausgleich. Die erste Halbzeit war nix dagegen. Da haben wir wirklich sehr wenig Chancen gehabt. Jetzt natürlich hier Basel sehr, sehr defensiv. Und wir probieren's und probieren's. Aber bisher hat's noch nicht geklappt. Oh, Marien Robben, das kann doch nicht sein. Wie viel Pech. Was ist denn hier los? Wir kämpfen für den Ausgleich und Robben trifft den Pfosten. Relativ am Anfang der Partie hat Robben den Pfosten getroffen. Und jetzt wieder. Heiliger Kack, echt. Wir sind schon in der Nachspielzeit, Leute. Eine Minute gibt's nur noch. Komm, vielleicht. Vielleicht. Yes. Ich glaub's kaum. Alter, ich bin gerade fertig mit der Welt, Leute. Wir haben es geschafft. Five. Wir schaffen eh kein Tor mehr, oder? Wahrscheinlich pfeift er jetzt. Coman. Er pfeift tatsächlich noch nicht. Kingsley Coman. Alter. Aber sie freuen sich, also heißt das, sie haben hier was erreicht.
Sind wir schon durch? Durch das Unentschieden? Das wäre jetzt krass. Anscheinend schon, so wie die sich gerade feiern. Leute. Mit Kampf. Mit viel Kampf. Haben wir hier das Spiel, den Ausgleich gemacht im Spiel. Die zweite Halbzeit war ein Tausende besser als die erste. Der Schwierigkeitsgrad doch nicht so hoch. Alter. Ah, weil Tottenham und Milan haben 2-2 gespielt. Deswegen hat Milan nur einen Punkt. Das heißt, wir könnten tatsächlich weiter sein. Also Milan, Tottenham 2-2, Basel, Bayern 3-3. Sporting Manchester United 0-0, Moskau gegen Monaco 3-1, OGC Nice gegen Liverpool 3-0, Football Club gegen Real Madrid 0-1, Ajax gegen Atletico Madrid 0-3, Anderlecht gegen Juventus 0-1, Porto gegen Dortmund 0-0, Schachtar Donetsk gegen Barcelona 3-0, Napoli gegen Manchester City 4-0, Olympica Piraeus 0-2 gegen Benfica, Beşiktaş gegen Paris tatsächlich 0-0, Praha gegen Rotterdam 0-3, Leipzig gegen Rom 1-0 und Kopenhagen gegen Chelsea 0-1. Also Tottenham und Basel kämpfen jetzt nur noch mit Milan. Wir sind schon durch mit 10 Punkten. Uns kann keiner mehr einholen. Also einholen schon, aber wir können höchstens auf Platz 2 kommen. Dadurch werden wir ja trotzdem dann weiter. Mega fett nice, dass wir das noch geschaukelt haben. Sonst hätten wir ja jetzt 9 Punkte und Basel hätte dann 4 Punkte, das heißt noch 6 Spiele, 10 Punkte, sie hätten uns auf jeden Fall überholen können noch und Erster werden können und das heißt, wir wären nicht weiter, wir haben es tatsächlich geschafft, durch diesen Ausgleich, durch dieses 3-3 eben die Gruppenphase zu bestehen, also das war ja mal mega geil, das freut mich, wir gucken mal, ob noch jemand 10 Punkte hat, Paris hat noch 10 Punkte, darüber beschickt das 5, hier sind 10 und 4, also Chelsea ist wahrscheinlich auch safe weiter. Noch nicht safe, aber wahrscheinlich. Mega geil. Wir haben es echt geschafft. Also der Schwierigkeitsgrad ist tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Wie gesagt, klar kann da noch, muss ich noch ein bisschen üben, damit er wirklich perfekt wird, der Schwierigkeitsgrad. Aber er ist auf jeden Fall schon mal gut. Und gegen Bremen werden wir jetzt wieder ein paar Spieler tauschen. So, wir haben tatsächlich ein Angebot als Trainer erhalten von Hertha. Ich soll Hertha-Trainer werden. Ja, ich bin bei Bayern, also hallo. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch nicht. dann haben wir einen Teamstatus, irgendwas hier wieder. Wir sind zweifelsfrei der Favorit gegen Werder Bremen. Sollten sie auf jeden Fall schlagen, alles andere wäre enttäuschend. Ja, ich denke, das kriegen wir aber auf jeden Fall auch hin. Spielerstatus, was ist hier wieder? Achso, Javi Martinez mit der roten Karte, ja, das weiß ich schon. So, hier steht's auch nochmal, sie haben die Gruppenphase überstanden und freuen sich, ich als Trainer und mit Manuel Neuer da, perfekt. Ja, das freut mich auch. Ich würde jetzt aber sagen, wir starten direkt wieder rein gegen Werder Bremen jetzt zu Hause. Wir ändern natürlich wieder was an der Startelf, ein bisschen was abändern kann man da auf jeden Fall. Wir lassen auf jeden Fall Bernat spielen. Wir lassen auch auf jeden Fall Rafinha spielen. Und einer von den beiden, ich gucke nicht hin. Ja, geil. Hummels. Hummels geht raus für Süle. Erstmal per Zufallsprinzip. Kann man auch mal machen. Dann natürlich wieder hier Rudi. Thiago lassen wir mal. Müller lassen wir auch. Coman bringen wir nur noch rein. Wobei, wir tauschen die beiden. Müller hier ein bisschen weiter rüber, damit er 86er hat. Und da bringen wir James Rodriguez hier hin. Perfekt. So, da Horn in der Allianz Arena gegen Werder Bremen. Ja, die sollten wir auf jeden Fall schlagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es realistisch wird, in dem Sinne von, dass die Bayern in echt Bremen jetzt ungefähr mit 4-5-0 wegklatschen würden, aber wir haben ja auch ein bisschen die B11 hier mit drin und so, aber ich denke, wir sollten auf jeden Fall gewinnen. Jerome Boateng! Und 1-0! Robert Lewandowski, 25. Minute.
irgendwie immer Robert Lewandowski, der das Tor macht. Aber das ist mir eigentlich egal, denn ich mag ihn ja auch. Super Stürmer, kann man nichts sagen. Schöner Laufweg, schöne Flanke von Thomas Müller und natürlich dann auch schöner Kopfball von Robert Lewandowski. Das alles führt zum 1:0 der Bayern. Und der nächste. Und natürlich wieder Robert Lewandowski. 4 Minuten später 2:0. Er macht das hier super, hat hier ein bisschen Platz, oben noch mehr Platz für Coman, der hier ein Stückchen laufen kann und wieder zurückgeben kann auf Robert Lewandowski. Und der macht den Ball dann ins Tor. Der macht den Ball ins Tor, ja, der macht dann das 2:0. Mega nice. Halbzeit, 2:0 für die Bayern. Weiter so. Vielleicht nochmal ein, zwei Türchen, da bin ich super zufrieden. Dann passt alles. Oh! Eieieiei. Tor! Tor Bremen! Kacke! 2:1. Das ist halt der Schwierigkeit. Skat. Ich muss es immer wieder sagen, ich muss mich noch daran gewöhnen, das ist einfach so. Also es lief ja super gut, aber irgendwie lässt es danach und dann kommt Bremen einfach. Und ja, so sehr ich das dritte Tor will und so sehr ich es probiere, meine Schüsse gehen halt einfach nicht mehr rein und dann kommt Bremen mal und Kruse trifft hier zum 2:1. Ich habe jetzt übrigens gerade gewechselt, gerade kurz vor dem Tor gab es einen Einwurf und bei dem Einwurf habe ich gewechselt. Müller ist jetzt auf die Stürmerposition gegangen und Robben ist jetzt quasi dann für Lewandowski drin und Ribéry für Coman. Oh, Müller! Jawoll! 3:1, Rudi! Sebastian Rudi trifft. Wieder ein bisschen Kudelmudel da. Aber Rudi kommt dann in den Ball und zieht ab. Einen schönen Schuss zum 3:0. Sauber. Aus ist es. 3:1 gewonnen. Passt. Passt. Wäre das 3:1 nicht gefallen, wäre ich ein bisschen enttäuscht, aber so mit dem 3:1 passt das auf jeden Fall ein. Auf jeden Fall. Kann man nicht meckern. So, dann gucken wir uns die anderen Ergebnisse noch an und dann gucken wir uns die Tabelle nochmal ganz kurz an. Und ja. Bayern gegen Bremen 3:1, Hertha gegen Wolfsburg 1:4, Freiburg gegen Mainz 2:0, Eintracht Frankfurt gegen Stuttgart 2:2, Leverkusen gegen Hoffenheim 0:1, Schalke gegen Hamburg 1:0, Gladbach gegen Leipzig 0:1, Augsburg gegen Dortmund 0:4 und Hannover gegen Köln 2:4. So, die Tabelle, hier ist sie nochmal, wir gucken sie uns nochmal ganz genau an. Wir führen die Tabelle an mit 3 Punkten Vorsprung zu Leipzig. Die Tordifferenz, ja, die übersehen wir jetzt einfach mal. Hoffenheim auf Platz 3, das sind die Champions League Plätze. Dann kommt Schalke, Hertha und Gladbach, die Europa League Plätze. Auf 7 ist Mainz, Platz 8, Dortmund war es, Platz 8. Lel. Stuttgart auf Platz 9, Wolfsburg auf 10, Bremen auf 11. Okay, die sind auch relativ im Mittelfeld. Leverkusen auch erst auch bloß auf Platz 12. Köln auf Platz 13, ist okay. Hannover auf 14, Frankfurt auf 15, Freiburg auf 16, auf 17 Augsburg. Ja, Augsburg ist nicht so krass.
Hamburg auf 18. Ja, gegen Hamburg habe ich auch noch nicht gespielt. Da bin ich gespannt, wie die so drauf sind. Ob wir die auch irgendwie wegbuffen können. Und das nächste Spiel haben wir jetzt gegen Hannover. Das sehen wir allerdings in der nächsten Folge. Ich habe jetzt meine Aufnahmesession auch beendet. Ich habe jetzt 3 Folgen hintereinander aufgenommen. Wir haben das Spiel in der nächsten Folge gegen Hannover, gegen Hertha. Und dann sehe ich da unten schon gegen Tottenham Hotspurs die nächste Champions League Partie. Natürlich, wenn wir die gewinnen, wäre es auch geil. Dann sind wir vielleicht als Erster weiter. Aber das ist sowieso egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir das unter, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.